Ist Sterbehilfe in Deutschland erlaubt? Derzeit ist die aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten. Das bedeutet, eine Ärztin darf PatientInnen nicht direkt Medikamente verabreichen, die den Tod auslösen können. Das wäre strafbar. Die passive Sterbehilfe ist allerdings erlaubt. Lebensverlängernde Maßnahmen dürfen abgebrochen werden, also zum Beispiel die Beatmung oder künstliche Ernährung. Neben der aktiven und passiven Sterbehilfe gibt es noch die indirekte Sterbehilfe. Auch sie ist in Deutschland erlaubt. Indirekte Sterbehilfe bedeutet häufig Schmerzlinderung. Eine schwerkranke Person bekommt starke Medikamente gegen ihre Schmerzen, die aber auch zu einem früheren Tod führen können. Im Bundestag wurden 2022 drei Gesetzentwürfe besprochen, wie die Sterbehilfe in Deutschland in Teilen neu geregelt werden kann. Noch im Laufe des Jahres soll ein neues Gesetz zur Sterbehilfe beschlossen werden.